Ja, hi, hier ist wieder Chris mit einem weiteren Tutorial für euch, diesmal im Bereich OpenOffice Writer in Verbindung mit OpenOffice Calc. Aber bekommt jetzt keinen Schreck, ich werde versuchen, das Tutorial wirklich so simpel wie möglich zu gestalten, damit auch Anfänger damit wirklich gut zurechtkommen. Ja, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man halt das mit der Serienbrieffunktion macht oder wie man halt einen Serienbrief erstellt, und zwar Schritt für Schritt. Das heißt, das Tutorial ist natürlich dann auch entsprechend länger, aber wenn ihr das Tutorial durch habt, dann könnt ihr wirklich eine ganze Menge damit erreichen. Starten wir wie immer auch gleich mal durch. Üblicherweise ist das ja so, dass man ein normales Textdokument hat, wo hier der eigene Adressblock drin steht, dann der Adressblock, den man aus der Datenbank ausliest, der sich natürlich dann immer ständig ändert, genauso wie die Anrede mit sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr, und dann anschließend halt der Text, ja, den man halt erstellt hat, den man den ganzen Leuten natürlich zuschicken möchte. Was wir noch brauchen, ist natürlich die Datenbank, und damit fangen wir jetzt auch als erstes an, und ich kann nur empfehlen, eine OpenOffice Calc Datentabelle zu benutzen, weil dann seid ihr sehr flexibel. Das heißt, ihr könnt die Tabelle jederzeit erweitern, also noch mehr Einträge hinzufügen, aber ihr könnt natürlich auch die Anzahl der Spalten erweitern. Das heißt, ihr müsst nicht nur Anrede, Vorname, Name und so weiter dort eintragen, sondern könnt zum Beispiel auch sagen, ja, Firma, Abteilung, Personalnummer und so weiter. Also ihr seid da super flexibel, und ja, fangen wir einfach damit an. Ich gehe hier auf Datei, Neu, und suche mir hier ein Tabellendokument aus. Maximiere das jetzt erstmal hier, also nicht vergrößere es oder maximiere das halt. Und ich werde jetzt hier als Spaltenköpfe etwas einfügen, und das müsst ihr wirklich eins zu eins abschreiben, oder solltet ihr zumindest, weil ich sage jetzt mal, wenn ihr das nicht so abschreibt, wie das hier steht, kann man das zwar entsprechend anpassen, aber so wie das jetzt hier momentan geschrieben ist, kann OpenOffice Writer damit sofort etwas anfangen und das wirklich eins zu eins verarbeiten. Solltet ihr zum Beispiel statt Name Nachname schreiben, dann müsstet ihr ja sagen, was bedeutet Nachname? Also Nachname bedeutet gleich Name. Das müsstet ihr dann OpenOffice Writer erstmal klar machen. Wie das geht, zeige ich euch allerdings dann auch noch. Aber wenn ihr so schreibt, wie es hier ist, dann habt ihr die wenigsten Probleme. Wie gesagt, wer weitergehen will, kann hier natürlich noch weitere Spalten einfügen, wie Abteilung, Firma und so weiter, Personalnummer, worauf ihr gerade Lust habt. Ich füge jetzt hier ein paar Testdaten mal ein, und hier seht ihr ja bei Anrede Frau oder Herr, Vorname ist klar, Name ist klar, Adresszeile. Ich habe das so gemacht, dass in der Adresszeile 1 halt der Straßenname und die Hausnummer steht. Ja, wer das nicht möchte, der kann zum Beispiel jetzt hier mit der rechten Maustaste eine Spalte einfügen und könnte jetzt hier noch Adresszeile 2 dann dazwischen schieben und dann das halt trennen mit Straßenname und Hausnummer. Aber in meinem Fall macht das irgendwie gar keinen Sinn. Stadt sollte klar sein, Postleitzahl ist klar, und bei Geschlecht, da habe ich jetzt zum Beispiel das so gemacht, W für weiblich, M für männlich. Und zwar brauchen wir dieses Feld, um später eine Zuordnung zu machen, wo eingetragen wird, sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr. Das ist dann sozusagen ein Vergleichsfeld. Aber wenn ihr das so aufbaut, dann passt das schon sehr gut. Wenn ihr alle Einträge jetzt fertig habt, dann können wir das Ganze sogar schon speichern. Ich gehe einfach auf dieses Speichern-Symbol und werde das jetzt einfach mal Tutorial-Datenbank nennen. Und speichern. Jetzt können wir das Ganze im Prinzip auch schon mal schließen. Im Grunde genommen können wir jetzt schon unser Dokument soweit fertigstellen. Das heißt, im oberen Teil kommt unser eigener Adressblock rein, und ich füge jetzt einfach etwas ein, was ich gerade kopiert habe. Und ihr müsst natürlich hier euren eigenen Adressblock eintragen. Dann ein paar Zeilen tiefer kommt dann sozusagen automatisch aus der Datenbank herausgelesen, ja, die erste Adresse von den Personen, die wir anschreiben wollen. Dann nochmal ein paar Zeilen tiefer kommt dann die Anrede, sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr. Aber das macht auch für uns alles die Serienbrieffunktion, und anschließend eigentlich unser Text. Ich füge jetzt auch einfach etwas ein, und ich denke mal, ihr seid da sicherlich etwas kreativer.
aber ich denke mal, als Demo reicht das vollkommen. Jetzt können wir sogar schon die Serienbrieffunktion oder den Assistenten aufrufen. Das geht ganz einfach über Extras und dann Serienbriefassistent. Und wenn wir den hier sehen, also wir sehen ja hier so ein Dialogfeld, da müssen wir halt Schritt für Schritt alles durchgehen. Aber auch das ist super simpel, weil hier werden wir gefragt, ob wir das aktuelle Dokument verwenden möchten. Das können wir im Prinzip sofort mit weiter abschließen. Aber wir hätten auch die Möglichkeit, ein neues Dokument zu erstellen, bestehende Dokumente, die wir vielleicht schon mal angelegt haben, nochmal zu verwenden oder halt eine Vorlage, die wir benutzen möchten, eben auch dafür zu benutzen. Wir gehen hier auf Weiter oder klicken hier einfach auf Punkt 2 und hier werden wir nochmal gefragt, ob wir einen Serienbrief oder eine Serien-E-Mail-Nachricht erstellen möchten, aber wir wollen ja einen Serienbrief, also brauchen wir auch da nichts machen, gehen auf Weiter und kommen zum nächsten Punkt. Hier können wir jetzt endlich unsere Adressenliste auswählen. Ihr seht ja, momentan ist hier nichts weiter aktiv, also haben wir hier oben Adressenliste auswählen, klicken einmal rauf und bekommen ein weiteres Dialogfeld. Und wer schon öfters mit solchen ja, Datenbanken oder Datenlisten gearbeitet hat, hat hier die Möglichkeit, hier sich einige rauszusuchen. Bei mir ist das noch sehr jungfräulich, also gehe ich hier auf Hinzufügen und kann mir jetzt hier die Tabelle aussuchen, wo halt die Namen drinne stehen. Also wenn ich einmal raufklicke, dann seht ihr hier in der Vorschau, ist das genau das, was wir gerade gemacht haben. Wer zum Beispiel innerhalb des Dokuments das auf eine andere Tabelle gemacht hat, kann das hier auch direkt auswählen. Also wie gesagt, wählt das aus, was ihr gerade erstellt habt und über Öffnen wird dann die Datenbank hier eingetragen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Spaltennamen bei der Tabelle ja richtig sein müssen, damit OpenOffice Writer damit sofort was anfangen kann. Und hier sehen wir, wenn wir zum Beispiel auf Erstellen mal klicken, die einzelnen Felder, die OpenOffice Writer sofort versteht. Und ihr seht, hier steht Name und nicht Nachname, Anrede. Also genau so wie das hier steht, ist das so, dass OpenOffice Writer sofort damit eins zu eins was anfangen kann. Und man hat natürlich die Möglichkeit, auch die Sachen anzupassen. Also, wenn ihr hier raufklickt, dann könnt ihr natürlich auch die bestimmten Sachen entsprechend anpassen. Ihr könnt aus Nachname jetzt oder aus Name Nachname machen. Ihr könnt neue hinzufügen und so weiter. Ich breche das jetzt hier allerdings ab. Auch hier könntet ihr Daten eintragen, statt das mit der Tabelle zu machen. Aber das wird leider nur eine, ja, ich glaube, eine Liste mit CSF-Dateien. Und das ist nicht so flexibel, finde ich jedenfalls. Man kann das alles umwandeln, aber viel zu kompliziert. Ich breche das jetzt hier ab. Und was ihr noch habt, ich sage, das Tutorial ist relativ umfangreich, aber ihr seid dann wirklich super flexibel. Ihr könntet zum Beispiel jetzt die Daten aus eurer Datenbank mit den ganzen Personen auch filtern. Ihr seht ja hier den Eintrag Filtern, da klickt ihr dann rauf. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet nur Frauen anschreiben, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, also ihr klickt hier rauf und sucht euch das Geschlecht aus. Und ihr seht ja hier schon, dadurch, dass wir gerade die Datenbank ausgewählt haben, weiß OpenOffice Writer natürlich auch, wie die einzelnen Spaltennamen heißen. Und hier seht ihr die nämlich auch. Und wenn wir zum Beispiel sagen Geschlecht wie W, und zwar hatten wir ja in unserer Datenbank bei Geschlecht W oder M, dann würden wir jetzt zum Beispiel nur Frauen anschreiben. Würden wir hier ein M eintragen, dann halt nur Männer. Wer zum Beispiel eine Firma hat mit Abteilungen, könnte dann hier zum Beispiel Abteilung raussuchen. Und wer mehrere Abteilungen oder sonst irgendwas anschreiben will, der könnte dann im nächsten Eintrag auch nochmal Abteilung eintragen und als Wert halt entsprechend andere Dinge benutzen. Auch das breche ich jetzt ab. Wie gesagt, kompliziert genug. Aber wenn wir jetzt OK klicken, dann seht ihr, hier unten sieht das eigentlich schon super aus, so wie wir das haben wollen. Wichtig ist aber natürlich, dass ihr hier ein Häkchen vorher macht. Kann sein, dass es bei euch momentan so aussah, weil wir wollen ja einen Adressblock einfügen. Also muss hier das Häkchen gesetzt sein. Und bei wem hier zum Beispiel Fehler drin sind, bei dem steht keine Zuweisung möglich oder wie auch immer, der muss hier mehrere Sachen berücksichtigen. Das erste ist, falls zum Beispiel bei euch der Adressblock nicht so aussieht wie dieser, geht auf Mehr und
kann sich jetzt hier eventuell noch weitere aussuchen. Bei mir ist hier nur einer drin. Ich habe das jetzt extra so gemacht, damit wir halt jetzt mal kurz einen erstellen können. Und zwar funktioniert das auch super einfach. Wir gehen auf Neu und hier sind alle Möglichkeiten, die mir momentan zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mein Adresskopf, der soll so und so aussehen. Also ziehe ich mir alles rüber, was ich hier brauche. Und interessant dabei ist, wir können jetzt die Anrede nehmen, wir können den Vornamen nehmen. Das lässt sich hier so rüberschieben auch per Drag and Drop. Und dann könnten wir das halt genauso machen. Wichtig ist, dass ihr im Prinzip hier zwischen eventuell ein Leerzeichen braucht und das könnt ihr hier über diese Pfeiltaste machen. Nochmal, jetzt geht das. Und man muss bloß gucken, ob hier nicht auch Leerzeilen sind. Das ist immer ziemlich tricky hier. Ihr seht, wenn ihr das ausgewählt habt, dann könnt ihr das noch nach rechts verschieben. Und wenn das ganz rechts ist, dann ist das deaktiviert. Also achtet ruhig auch darauf. Dann haben wir Vorname, Name. Dann haben wir natürlich die Postleitzahl. Die können wir auch direkt hier reinziehen. Aber was wir natürlich brauchen, ist natürlich auch die Straße. Die kommt dazwischen. Das machen wir auch ganz einfach. Das war Adresszeile 1. Die werden wir jetzt einfach mal hier hinten anhängen, anklicken und eins nach unten verschieben. Und das anwählen und das auch nach unten verschieben. Also darüber lässt sich halt alles so steuern. Adresszeile 1 ist okay, Postleitzahl und anschließend halt noch die Stadt. Wie gesagt, entweder per Drag and Drop oder hier über dieses Symbol könnt ihr das alles darüber schieben. Achtet darauf, dass das hier alles ganz sauber aussieht, dass es überall halt entsprechend Leerzeichen sind. Ihr seht, hier sind sogar zwei Leerzeichen. Das heißt, ihr könnt das noch um eins darüber verschieben und dann passt das ganz genau. Wenn ihr damit fertig seid, klickt einfach OK, dann wird das automatisch hier eingetragen. Ihr wählt einfach aus, welchen Adressblock ihr haben wollt. Kann sein, ihr müsst darauf achten, manchmal ist das oder dauert das bei mir jedenfalls zum Beispiel sehr lange, dass der überhaupt erscheint. Kann sein, dass ihr da erstmal auf den anderen klicken müsst, damit sich das hier drin anscheinend erst aktualisiert. Aber wählt den Adresskopf aus, den ihr wollt, sagt einfach OK und dann wird das hier unten auch in der Vorschau angezeigt. Ich hatte ja gesagt, wenn ihr versehentlich Nachname statt Name eingetragen habt, könnt ihr hier die Felder zuordnen. Das heißt, wenn ihr versehentlich Nachname eingegeben habt, dann könnt ihr hier, wo Name steht, dann Nachname raussuchen und entsprechend weiß dann OpenOffice Write, was das bedeutet. Ihr seht, hier konnten alle sauber zu, also alle sauber verglichen werden oder angepasst werden. Also passt das hier perfekt. Ich sage hier okay. Und als nächstes haben wir die Briefanrede. Das ist der nächste Schritt. Also gehen wir auf Weiter. Und hier müssen wir nur das aktivieren. Wir wollen ja eine Briefanrede erstellen. Und wichtig ist auch, dass personalisierte Briefanrede auch abgehakt ist. Und hier hatten wir ja schon gesagt, die Adressenliste für einen weiblichen Empfänger ist das Geschlecht und der Feldinhalt muss ein W sein, damit halt unterschieden werden kann, dass die mit einem W mit sehr geehrte Frau angeschrieben werden können und alle anderen werden sozusagen mit sehr geehrter Herr angeschrieben. Das ist soweit okay und dann können wir schon wieder zum nächsten Schritt gehen. Hier haben wir die Möglichkeit, das Layout anzupassen und ich vergrößere das hier mal so ein bisschen mit der Anrede. Das passt eigentlich alles. Wer das ein bisschen weiter nach oben oder nach unten haben will, der kann das einfach hier über diesen Bereich hier machen, indem man einfach hier raufklickt, entsprechend von oben halt den Abstand vergrößert oder verringert. Und hier die Briefanredeposition, also sehr geehrte Frau und sehr geehrter Herr, das kann man auch verschieben, weil hier sieht man ja, ist das ganz nach unten gerutscht. Das heißt, wir wollen das nach oben haben, klicken einfach nach oben, nochmal nach oben und dann steht das halt hier. Mir gefällt das eigentlich soweit, das passt. Ich gehe jetzt auf Weiter und jetzt haben wir schon die Möglichkeit, die einzelnen Datensätze durchzugehen. Das heißt, klicke ich hier rauf, dann seht ihr, wie sich das alles jetzt ändert. Und genauso wollten wir das ja haben.
Das Dokument könnt ihr jetzt weiterhin bearbeiten. Ihr braucht bloß auf Dokument bearbeiten gehen, dann könnt ihr das entsprechend alles anpassen. Und wer Lust hat, kann natürlich auch entsprechend hier innerhalb des Textes noch Felder hinzufügen aus der Datenbank. Eigentlich auch alles kein Problem. Aber das zeige ich in einem separaten Tutorial, weil das würde jetzt den Rahmen hier noch ein bisschen sprengen. Wenn ihr soweit fertig seid und das Dokument jetzt nochmal überarbeitet habt, vielleicht hier bei der Anrede, also zwischen Anrede und dem Text, könnten wir hier noch ein paar Leerzeichen rausnehmen. Und ja, so passt das eigentlich schon. Wir gehen wieder zurück zum Serienbriefassistenten. Und ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, hier über diese Steuerfunktion für die einzelnen Adressen einzelne Empfänger auszunehmen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gleich, wenn ihr das Dokument personalisiert, bestimmte Leute nicht anschreiben wollt, dann könnt ihr hier einfach ein Häkchen machen. Und zwar genau bei dem Datensatz von den Personen, wo ihr das ausschließen wollt. Dann seht ihr, würde der später halt nicht mit aufgeführt. Und das könnt ihr halt bei jedem Einzelnen machen, je nachdem, ob ihr da ein Häkchen setzt oder nicht. Also ein Häkchen bedeutet, die Person wird nicht angeschrieben. Wir können jetzt schon auf den nächsten Punkt gehen und achtet mal hier auf die Seite. Momentan haben wir ja nur ein Dokument. Und wenn wir jetzt auch weitergehen, dann erstellt uns sozusagen die Serienbrieffunktion sehr, sehr viele Seiten. Und jetzt könnten wir jedes einzelne Dokument nochmal separat bearbeiten. Also wenn wir hier raufklicken, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich in jedem Teil noch Änderungen vorzunehmen, so wie wir das möchten. Klicken hier wieder auf Zurück zum Serienbriefassistenten. Und der nächste Schritt ist im Grunde genommen dann Speichern oder Drucken oder wie auch immer. Wir gehen auf Weiter und sagen einfach mal, ja, Serienbriefdokument speichern. Das Ausgangsdokument, also das, was wir als allererstes haben, können wir auch separat speichern. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Serienbriefdokument speichern von 1 bis 10, also als einzelne Dokumente speichern oder als ein Dokument speichern, das müsst ihr selber entscheiden. Also ich sage jetzt mal als ein Dokument speichern, dann klicken wir hier rauf und können jetzt im Prinzip die Sache speichern. Ich nenne das jetzt einfach nur Tutorial, ja, Serienbrief. Aber ja, benutzt sicherlich einen ganz anderen Namen. Ich speichere das jetzt ab und im Prinzip kann ich das jetzt auch schon fertigstellen und bin damit auch schon fertig. Nach dem Fertigstellen bleibt sozusagen nur noch unser Ausgangsdokument übrig, das wir jetzt separat abspeichern können. Und ich werde das jetzt einfach mal abspeichern kurz, werde das mal nennen Vorlage Serienbrief meinetwegen, speichere das jetzt sozusagen ab. Und wenn wir die Datei jetzt aufrufen wollen, die wir gerade erstellt haben mit den ganzen Seiten, also diesen riesigen Serienbrief, dann brauchen wir hier nur auf dieses Symbol klicken, öffnen zum Beispiel und können dort unser Serienbrief auswählen. Ich werde das mit neuen abschließen, nein abschließen, okay klicken. Und wenn wir das jetzt öffnen, dann haben wir halt unsere Datei mit den ganzen Seiten, die wir jetzt ausdrucken können. Das war es auch schon. Wie gesagt, in einem weiteren Tutorial zeige ich euch, wie man hier innerhalb des Textes noch weitere Felder hinzufügen kann, aber ich denke mal, jetzt für einen normalen Serienbrief sollte das jetzt eigentlich ausreichen. Ich hoffe, den einen oder anderen hat das Tutorial geholfen. Über Likes, klar, würde ich mich wieder freuen, wie immer. Und natürlich auch über Kommentare. Und wer nicht weiterkommt oder irgendein Problem hat, der kann das halt, wie gesagt, oder wie immer, auch unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, man sieht sich bei weiteren Tutorials. Ich würde mich jedenfalls freuen. Bis dahin, ciao.